Er ist schon wieder hinter diesen Dingern her. Er macht seit Wochen nichts anderes. Ich wünschte, ich könnte helfen. Ich weiß. Ich frage von Unruhen die anderen. Wenn wir zusammenarbeiten, fällt uns bestimmt etwas ein. Oh ja. Das glaube ich nicht. Die Frau da drin, das ist ein Mensch. Wirklich? Und ich dachte schon, hier gäbe es nur abartige Gestalten und Mobiliar. Das muss Bell sein. Woher willst du das wissen? Die Diener sprechen in höchsten Tönen von ihr. Es würde also passen, dass sie eine gute Unterkunft hat. Sie ist hübsch, oder? Hm. Zum Thema Schönheit sagt er gleich noch was. Glaube ich. Nettes Sofa. Keine Pausen, Roxas. Nein, ich wollte nicht. Ich hatte nicht vor. Ich meinte bloß... So, jetzt gibt's noch eine Sache zu untersuchen, glaube ich. Und das sind nicht die Herzlosen. Ja, schön, mach du die blöden Viecher platt. Und untersuchen. Kratzspuren. Zwei Fotos von einem Clown des Biestes. Es kämpft nicht gerade sauber, was? Sieht aus, als hätte es einen aussichtslosen Kampf gekämpft. Und davon muss ich wieder was wegschmeißen. Diesmal Windsplitter. Für eine Luftgrätschenstufe. Das ist wichtig. Psst, ich höre Stimmen. Hier ist jemand. Der Herr will nicht einmal mit Bell. Herr, dann müssen das die Diener sein. Komm weg, bevor sie uns noch sehen. Ja. Wir haben uns gründlich umgesehen. Wir wissen viel über das Biest. Kannst du dich an seinen Weg zum Zimmer erinnern? Ich glaube schon. Bring mich dorthin. Na gut, dann mache ich mich jetzt mal auf den Weg, was? Oh, da ist ja noch eine Kiste. Wie wär's, wenn ich den Eltern mal benutze? Meine Magie ist sowieso im Arsch. Heilportion. Das ist gut. Ja, was zu den Clown-Spuren in den Wänden? Nein, dazu sagt er diesmal nichts. Und das nächste Mobiliarstück. Lumière, die Kerze. Wie schrecklich, diese monströse Plage muss aufhören. Wenn wir sie bloß irgendwie loswerden könnten. Mit meinem alten Körper könnte ich beim Kämpfen helfen, aber so... Ich kann ja kaum weglaufen. Alter Körper, dann ist er auch ein verzauberter Mensch. Stimmt, als wären alle hier verwandelt worden. Wie mag es wohl zur Verzauberung gekommen sein? Keine Ahnung, vielleicht finden wir im Zimmer des Biestes einen Hinweis. Es liegt gleich hier entlang. Dann lass uns los und lass dich nicht sehen. Ich lass mich schon nicht sehen, keine Sorge. Wo? Verdammte Kerze. Der macht es einem wahrhaftig nicht leicht. Motherfucker! Du kleine Scheißkerze, ey. Wenn ich könnte, würde ich deine ganzen Tochter ausmachen und dich in die Ecke schmeißen. Und dich dann mit Feuermagie verbrennen. So, jetzt gehe ich weit genug hier lang. Ha! This time I got it. Diese Kratzer, Zeichen eines Kampfes? Zeichen eines harten Kampfes. So, durch die Tür zum Keller kann ich nicht. Ich stand noch nicht mal im... Boah.
Eine scheiß Kerze, ey. Hoffentlich gibt es irgendein Kingdom Hearts Spiel, wo man sich gegenseitig mit allen, wirklich allen Charakteren totkloppen kann. Das würde ich kaufen. Das wäre das erste der Kingdom Hearts Kampfreihe, die ich in meine Sammlung aufnehmen würde. Der Fußboden ist ganz aufgerissen. Er hat bis zum letzten gekämpft, um die Herzlosen hier aufzuhalten. Da vorne muss etwas sein. Na, oh, ich würde so ein Kampfspiel geben, ich würde Lemire in Grund und Boden prügeln. Na gut, weiter im Text. Nur noch eine Portion, dafür schmeiße ich doch gerne mal den Donnersplitter raus. So. Gibt's irgendwas zu sehen? Ganz sicher nicht den scheiß Köter. Stirb! Stirb nochmal! Stirb langsam! Stirb langsam 4.0. So. Ist das bei einem Erdbeben umgefallen? Benutze deine Augen, da sind Spuren von Klauen. Das Biest hat es selbst angerichtet. Es hat entweder einen Schlag beim Kampf gegen Herzlosen abbekommen oder ist einem Wutanfall zum Opfer gefallen. Und hier. Seltsame Statue, was? Kunst übersteigt unseren Verstand, Roxas. Man braucht ein Herz, um sie zu begreifen. Vorhin sagte er noch, schöner Ballsaal. Roxas sagte, nettes Sofa. Der widerspricht sich selbst. Diese Bilderrahmen liegen überall verstreut. Das Biest hat seine Wut nicht im Griff. Sie verwirrt sein Herz, vergiftet den Verstand. So, und jetzt gucken wir hier rein. Das ist das Zimmer des Biestes. Ja, ich werde mal reinschauen. Oh, niemand da. Er scheint nicht da zu sein. Am Ende des Zimmers ist etwas. Sally, du Jackass. Sieh mal einer an. Huh, Sally, wie bist du? Diese Rose, sie verfügt über besondere Kräfte. Sie muss dem Biest sehr am Herzen liegen. Ja, anstatt einfach die Tür zu benutzen. Nein. Wichtig, Tua. Man muss es ja immer anders machen. Schön, schön. Wir haben eine ganz schöne Entdeckung gemacht, oder? Meinst du die Rose? Was kümmert dich eine Blume? Sag mir, was du von ihr hältst. Sie sieht unecht aus. Sie ist ihm anscheinend wichtig. Er pflegt sie anscheinend äußerst gut. Exakt, Roxas. Das ist keine gewöhnliche Rose. Sie scheint ihm wichtiger zu sein als alles andere in diesem Schloss. Du hast das Zimmer gesehen, es war zertrümmert, bis auf eine Ecke. Vielleicht bekämpft er deshalb die Herzlosen. Weil er die Rose beschützen will? Natürlich, sie ist von einer seltsamen Macht umgeben. Die Herzlosen werden von ihr angezogen. Dann ist sein Kampf noch lange nicht vorbei. Unsere Arbeit hier ist erledigt, Roxas. Der Schwachpunkt des Biestes steht fest. Tut er das? An etwas zu eng hält einen gefangen. Sein Herz ist gefangen, siehst du das nicht? Genau wie bei der Liebe. Und das, Roxas, ist eine eindeutige Schwäche. Ich kann nicht ganz folgen. Das sollst du auch nicht. Du hast kein Herz. Komm, gehen wir zurück.
als ob wir versuchen, vor der Kerze... Warte mal, vielleicht klappt das ja. Wenn die Kerze mich jetzt gesehen hat, komme ich mit Glück? Nein, doch nicht. Schade. Ich dachte, er hätte... Ey! Das ist aber jetzt nicht fair. Ich sag's gerne nochmal. Gibt's ein Prügelspiel, in dem man diese Kerze platt machen kann? Ich werde es tun. Und aufnehmen. This is madness. Mein Job ist erledigt.